Ich glaube, die nächste Indie kommt bald. Seine Quest von Ramu entfernt. Ich hab's befürchtet. Ah, das heißt, heute kommt noch Ramu dran. Vielen Dank für euer Erscheinen. Lasst uns gleich zur Sache kommen. Ach, jetzt juckt's wirklich. Jungs hat uns die Bruderschaft der Morgenviper über ein höchst beunruhigendes Ereignis in Kenntnis gesetzt. Einiges deutet darauf hin, dass die Silfen ihre Prima Ramu beschworen haben könnten. Könnten? Bestehen daran noch Zweifel? Ich wünschte, es wäre anders, doch die älteste Saatseherin höchst selbst hat dem Flüstern der Gebieter entnommen, dass der Herr der Blitze in den Wald zurückgekehrt ist. Herzlichen Glückwunsch, die müssen noch ein Prima boxen. Juhu! Die 100.000 Euro Belohnung. Boxen die einen Prima um. Weil das auch immer so viel Spaß macht. Weil ich auch mit Prima so wunderbar klarkomme. Ich sage nur damals Titan. Der Leviathan. Na gut, Leviathan bin ich nicht einmal gestorben. Bei einem anderen Prima bin ich gestorben. im Gegensatz zu den aggressiven Prima Garuda und Ifrit ist Ramu in erster Linie den Schutz seiner Kinder bedacht. Vermutlich würde er nicht weiter in Erscheinung treten, solange wir das Gebiet der Silfen in Ruhe ließen. Im Silfenland ist es bisher ruhig, aber das ist nicht unbedingt ein Grund zur Entwarnung. Richtig, und was sie überdies beunruhigt, ist die Tatsache, dass wir von der Beschwörung völlig überrascht worden sind. Schließlich hatten wir die finsteren Silfen unter Beobachtung. Aber als wenn die anderen Beschwörungen nicht überraschend gekommen wären. Ida Papalimo, ihr hättet doch die Anzeichen einer Beschwörung bemerken müssen, oder nicht? Nun ja, wir befürchten, dass die uns feindselig gesinnten Silfen Ramu rufen könnten. Aber wir rechneten nicht damit, dass es ihnen so schnell möglich sein würde. Ida, du wusstest von der Gefahr und hast nichts unternommen? Hey, immer mit der Ruhe, ja? Papalimo wusste genauso gut Bescheid. Vielleicht hätten wir euch früher informieren sollen, aber selbst dann hätten wir Ramus Anrufung nicht verhindern können. Es ging einfach zu plötzlich. Die Silfen reagieren seit jeher feindlich auf Fremde in ihrem Wald und es ist nicht leicht, an sie heranzukommen. Kurz nach der Katastrophe haben sie Ramu doch auch schon mal beschworen, als die Galea mit ihren Kriegsmaschinen durch den Wald stapften. Und solange sich die Silfen durch Castrum Oriens im Finsterwald bedroht fühlen, werden sie sich nicht davon abbringen lassen, Ramu um Schutz anzuflehen. Es mag euch verwundern, doch ausnahmsweise stimme ich in dieser Angelegenheit mit Ida überein. Wir sehen das Unglück kommen, doch uns waren die Hände gebunden. Die Beschwörung Ramus war unausweichlich. Beschleunigung wurde sie meines Erachtens durch eine andere überraschende Entwicklung. Seit den gewaltigen Ausschreitungen in Ulda und ihrem blutigen Niederschlag haben nicht wenige Flüchtlinge Schutz im Finsterwald gesucht. Die Silfen mussten die vielen Fremden unweigerlich als neue Bedrohung empfinden, was ohne Zweifel ihren Wunsch nach göttlichem Beistand bestärkt. Das erinnert mich an die Kobold und ihren Primae Titan. Schon wieder provozieren wir mit unserer hausgemachten Problem eine Gegenreaktion der wilden Stämme. Ja, such doch mal die Probleme bei euch selber. Nicht mal bei anderen. Da möchte ich dir nicht widersprechen. Das Flüchtlingsproblem hat dabei ganz sicher eine Rolle gespielt. Es gibt noch andere Faktoren. Ich glaube, wenn wir das große Ganze im Blick behalten, bietet sich uns durch Ramus Erscheinen womöglich eine gute Gelegenheit für eine friedliche Lösung. Hast du eigentlich recht gute Erfahrungen mit den Silfen in der Silfenzuflucht gemacht? Dergegenüber haben sie ihren Wunsch nach Frieden beteuert. Dein gutes Händchen mit den Silfen lässt hoffen, dass du auch das Wohlwollen ihrer Gottheit gewinnen kannst. Wenn es dir gelänge, Ramu von unseren Absichten zu überzeugen, könnte das der erste Schritt sein, den Kreislauf der Primärbeschwörungen zu durchbrechen. Wenn das so einfach wäre, hätte es vermutlich gar keine Konflikte zwischen uns und den wilden Stämmen gegeben. All die Gewalt, die wir uns gegenseitig antun, würde dann in einem ziemlich fahlen Licht erscheinen. Doch vielleicht ist eine friedliche Koexistenz tatsächlich möglich. Bevor wir uns jetzt in philosophischen Überlegungen verstricken, sollen wir uns zunächst mit dem Stadtstaaten beratschlagen, die am meisten von Ramus Präsenz gefährdet ist.
Die älteste Saatseherin hat ihre Hoffnung Ausdruck verliehen, dass der Bund der Morgenröte dich als Vertreterin nach Gridania schickt. Im Abaton der Bruderschaft erwartet Fussel deine Ankunft. Oh Gott. Ich kann schon gar nicht mehr lesen. Danke. Hoffen wir, dass es dir gelingt, eine friedliche Lösung zu finden. Doch sei gewarnt, der Herr der Bits hat ein launisches Gemüt. Alle Mitglieder des Bundes werden dich nach besten Kräften unterstützen. Gib mir lieber Ponys. Ich will Ponys. Ponys! Ich weiß, die kriege ich nicht dadurch, aber ich will Ponys. My little pony, my little pony. Mochte ich nie. Aber my little pony, wo muss ich überhaupt hin? Hab doch keine Ahnung. Ich will Ramu nicht boxen. Muss ich Ramu platt machen? Ach, stimmt ja, ich muss ja auch noch was für meinen anderen Beruf tun. Ja, ja, was? Das wäre glatt entfallen. Ja, auch noch einen Beruf, den ich auszuüben habe. Okay. Warte, wo muss ich hin? So in der Nähe. Das ist gar nicht so in der Nähe, da muss ich hin. Ob ich mich jemals nicht verlaufe? Da, 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 muss ich hin. Da, hin. Herr der Blitze. Das überspringe ich jetzt mal. Hallo, Frau Stille Druiden. Ja, lassen Sie mich zum Wasser. Da stehen Sie wieder. Oh Gott. Bitteschön. Tapfere Streiter im Licht der Morgenröte. Im Namen aller Bürger Gridanias heiße ich euch willkommen. Es ist tröstend, euch in diesen unsicheren Zeiten bei uns zu wissen. Ich habe euch in einer sehr dringenden Sache herbeigerufen. Vor nicht allzu langer Zeit vernahm ich die Stimmen der Gebieter. Und ihre Botschaft war klar und deutlich. Ramu ist in den Wald der Einkehr zurückgekehrt. Ihre Worte waren gerade erst in meinem Herzen verklungen, als uns eine Botin der Sylphen erreichte. Kohlkopf. Unsere Besucherin hat uns berichtet, dass auch die Sylphen die Gegenwart ihres Gottes spüren. Sein genauer Aufenthaltsort ist uns nicht bekannt. Doch mit großer Gewissheit wurde der Herr der Blitze irgendwo im Herzen des Sylphenlandes beschworen. Im Gegensatz zu den anderen Primae sind Ramu nicht blind nach Zerstörung. Er ist ebenso weise wie stark und seinen Kindern sowohl Richter als auch Beschützer.
Dank unserer Übereinkunft mit den Sylphen besteht also Hoffnung, dass er mit sich reden lässt und ein Konflikt vermieden werden kann. Du bist mit der Kraft des Transzendierens gesegnet. Sie erlaubt es dir, mit einem Prima-E wie ihm in Verbindung zu treten, ohne Gefahr zu laufen, von ihm beeinflusst zu werden. Weder uns, noch den Sylphen oder Ramu kann daran gelegen sein, diesen Wald weiter zu zerstören. Daher bitte ich dich, unterbreite Ramu unser Anliegen und bewahre den Frieden, den wir so mühevoll aufgebaut haben. Er ist ein zu kostbares Gut. Da freut sich jemand. Oh mein Gott. Ein Kohlkopfer tanzt. Ein Bote der Bruderschaft ist bereits in die Sylphenzuflucht entsandt worden. Er wird dir alles erklären, was du wissen musst. Ein unheilvoller Wind lässt die Wipfel der Bäume erzittern. Es ist nicht nur der Wald der Einkehr, der das Unheil spürt. Ganz Eorzea harrt in schauriger Erwartung. Möge Novika dich schützen. Ach ja. So, wo muss ich hin? Das wird nichts. Ich sehe es jetzt schon, dass es in die Hose geht. Ich liebe diesen Mokri. Und diese Beinchen. So, Teilchen. Ja, ja. Dann an der Gerechtigkeit. Ich ahne Böses. Sobald die Experten vom Bund der Morgenröte ihre Äthermessungen abgeschlossen haben, werden die Sylphen uns Bescheid geben. Also jetzt? Bescheid, die Messungen sind abgeschlossen. Raum ist ein gefundener. Das kann wir gerufen. Würdest du unsere Anhörer bitte zu den Herrschaften vom Bund führen? Das wird die Meinige und zwar mit Vergnügen. Zu den Bündigen geht es hier entlang, bitte. Die Meinige hat keinen Bock, der Deinigen zu folgen. Die Meinige hasst die Sprache der Deinigen. Die ist grauenvoll. Wie weit ist das? Kann ich fliegen? Ja, kann ich. Wo mache ich gerade eigentlich wieder zu? Samu versaut mir den Tag. Der Rest ein bisschen nachschauen. Das gefällt dir. Speichern. Die Bündigen befinden sich tief im Gebet der Unsrigen. Gib gut Acht auf die Finstrigen. What? Oh. Bin ich blind? Da! Mhm. Oh, es ist...
Ja, ist Papa Lima. Ach, da komme ich gar nicht lang. Sollen wir hier lang? Ihr wollt mich quälen. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Unruhe, Stifterin! Endlich sehe ich dich von Angesicht zu Angesicht. Nicht ernsthaft. Der hat doch noch so eine geile Stimme. Danke. Ich weiß, wer du bist. Du hast Ilfred, Titan und Garuda besiegt. Und Leviathan. Du. Wobei bei Leviathan war ich nicht hilfreich. Des Lichts. Na gut, bei Titan auch nicht. Das war und eher ich Glück. Bin Ramu. Ramu? Du bist hier in meinem Reich und nicht zum Zutritt befugt. Nun sprich. Was willst du von mir und meinen Kindern? Friede? Freude? Was? Partyskuchen? Ah, die Bewohner Gredanias wünschen also den Frieden. Was erzählst du mir denn für Märchen? Ich dachte, du wärst nett. Sieh meine Kinder doch an. Was verlangen sie weiter, als hier in Ruhe und Frieden zu leben? So klein ist ihr Anspruch. Doch nicht einmal diesen bescheidenen Wunsch wollt ihr ihnen gewähren. Naja, doch, eigentlich schon. Deswegen bin ich gekommen. Sie haben mich gerufen und ich werde ihnen beistehen. Während ihr mir friedfertige Absichten gelobt, schänden woanders metallene Kriegsmaschinen unseren Wald. Ist es nicht so? Gredania oder Galia, eure Motive mögen wohl unterschiedlicher Natur sein. Doch der gute Wille der einen wiegt nicht die Missetaten der anderen auf. Und euer Konflikt bringt dem Wald nur Kümmernis und Pein. Ja, dann nicht ganz unrecht. Ah, früher, ja, da herrschte Ruhe und Harmonie. Kein blendendes Licht, kein tiefschwarzer Schatten. Doch seit ihr zivilisierten Völker aufgetaucht seid, liegt alles im Argen. Und erst euer aller Verschwinden wird der Welt die Ruhe bringen, die sie ersehnt. Nun, ich gebe zu, dass du zu den löblicheren Exemplaren deiner Gattung gehörst, Lichtkriegerin. Du willst den Frieden? Ja, doch, eigentlich schon. Oh, der Kristall, den ich meinen Kindern überließ. Dann bist du tatsächlich etwas Besonderes. Vielleicht trägt dieses Mädchen ja noch weit mehr in sich als nur den Glanz des Guten. Vielleicht kann sie es vollbringen. Also gut. Nun muss ich es wissen. Zeig mir deine Kraft. Ach, nö. Hast du die Stärke, die Galia nee. Aus dem Wald zu vertreiben und den Frieden durchzusetzen? Nee. Dann. Und wenn sich herausstellt, dass du dich überschätzt, zerschmettere ich dich und schütze diesen Wald mit eigener Hand. Mhm.
keine Scheu. Ich erwarte dich mit größter Neugier. Mhm. Nee, für mich. Erstaunlich, dich so an vorderster Front zu sehen. Der Herr der blitzelementaren Energien. Welch glückliche Fügung, dass ich diese Erscheinung einmal erblicken durfte. Ja, ganz toll, ne? Ein wahres Schauspiel. Doch abgesehen von der Schönheit dieser Urgewalten, glaube ich, ein Muster zu erkennen. Wir sollten den Kampf gegen Ramu genauestens analysieren. Ich will nicht. Ja. Ich kenne Ramus Stimme von so vielen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie der Synchronsprecher ist. Leider. Ja, ich will da nicht rein. Ja, machen wir. Ich habe Schiss. Ich hab echt Schiss. Warte mal. So. Ich hab's mal wieder falsch gemacht. Oh, so jetzt. Jetzt aber. Gut, dass es mir nur aufgefallen ist. Jetzt, jedes Mal vergesse ich vorher zurückzuziehen. Also, außer aufzuheben. Ich wundere mich, warum es eben so lange dauert. Ich zerstöre aber den Kristall. So, einmal ein Fell drauf. Nicht raustappen. Bitte wieder reintappen. Hm.
Ich weiß gar nicht, wie man das anders einstellt. Bei der Gruppensuche. Zwangssuche. Vielleicht ist das auch immer mein Problem, wenn ich jetzt da in die Indies rein möchte. Ich weiß nicht, wie man das ändert. Ja. Okay. Ich will da nicht rein. Ich hab Angst. Mami. Ich werde sterben. Ich weiß es jetzt schon. Jetzt habe ich gefilmt mit dem Hieser. Oh, alles gut. Oh. Ja, 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 ja. Dann bist du einfach ein persönlicher Heiler. Ganz einfach. Dann sterbe ich nicht. Scheiße. Keine Ahnung, wie das dann funktioniert.
da muss man wieder was machen. Ohne zu sterben. Oh, ey, ey, ey. Super. Ja. Bin wieder nicht gestorben. Jetzt gut, gut. Du hast mich überzeugt. Das ist schön. Du kannst es spüren, nicht wahr? Dir ist die Kraft gegeben, das Böse zu bezwingen, das in so vielen Seelen keimt. Setz deine Stärke zum Guten ein und führe diese Welt erneut zur Harmonie. Sonst wird euch das Unglück in mannigfacher Form verfolgen. Du bist mehr, als du selbst ahnst. So weich nicht ab von deinem Pfad. Wieder eine herausragende Leistung, Kriegerin des Lichts. Für wahr.
Ich habe den Kampf durch das Ätherspektroskop betrachtet und ich sah einen zentralen Aspekt meiner Theorie bestätigt. Lass uns zum Sonnenstein zurückkehren. Dort werde ich unsere Erkenntnisse in allen Einzelheiten ausführen. Nach da. Da reisen wir jetzt noch einmal kurz hin. Da ist, glaube ich, für mich auch gut Feierabend. Ich möchte, solange es noch kühl draußen ist, schlafen. Glaube ich. Weil spätestens ab 8, 9 Uhr ist nach Schlaf dann nicht mehr zu denken. Und ich glaube, sollte ich vielleicht mal einen Morgen aufstehen, ohne kurz an die Gurgel zu gehen. Ja, das wäre ganz gut. Zeichen. Ja, will ich einen Segen. Aber Hybrid, vielen lieben Dank, dass du damit reingekommen bist. Das hat mir das Ganze deutlich vereinfacht. Aber wie gesagt, für mich ist heute, glaube ich, erstmal das beste Bettchen angesagt. Oh Gott, jetzt kann ich schon nicht mehr reden. Der nächste Stream ist auf jeden Fall am Sonntag. Morgen lasse ich es mir mal gut gehen. Einfach mal nichts tun.